Ich bin Susanne und bei DIY für Tiere zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr coole Projekte umsetzen könnt, die hoffentlich euch und das Leben eurer Tiere bereichern können. Und damit hallo zu einer neuen Folge DIY für Tiere von My Homebook und Petbook. Und wir machen heute ein richtig cooles Projekt, denn wir machen einen Betonnapf selber. Den könnt ihr individualisieren, der steht sicher und er ist für drinnen und außen geeignet. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Was ihr dafür braucht, ist Bastelbeton, ein Eimer zum Anmischen, eine Schüssel zum Abfüllen, ein Hundenapf, einen Bohrer und einen Rühraufsatz, Öl und Wasser, eine Unterlage, damit ihr nicht allzu viel Dreck macht, Moosgummi, eine Vorlage für den Namen, ein Lappen, ein Stift und Scheren. Als ersten Schritt bereiten wir den Namen vor. Ich habe mir hier schon eine schöne Schriftart ausgesucht und den ausgedruckt. Und diesen Namen übertragen wir jetzt auf Moosgummi. Und da müsst ihr jetzt erstmal gar nicht viel schneiden, den könnt ihr beim Moosgummi auch wirklich einfach auflegen und mit so einem Stift durchdrücken. Wenn ihr das schön fest macht, seht ihr nämlich später die Form im Moosgummi und könnt diese dann mit einer Schere ausschneiden. Wenn ihr es richtig ordentlich wollt, könnt ihr natürlich auch den Namen ausschneiden aus dem Papier. Ich mache es jetzt so, funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man einen Hund hat mit einem kurzen Namen. Dann schauen wir mal drunter. Ja, ich denke, das reicht jetzt, um es ordentlich mit der Schere ausschneiden zu können. Bei der einen könnt ihr einfach eine ganz normale Schere nehmen und dann solltet ihr noch irgendwas haben, was ein bisschen kleiner ist. Eben genau für sowas, was hier dieser kleine Fleck hier unten beim Y ist. Ich glaube, da kommt ihr mit einer großen Schere nicht ran. Vielleicht klappt auch ein Cutter ganz gut. Das würde ich jetzt noch zu Ende ausschneiden. Dann befestigen wir den Namen noch in der Schüssel und dann können wir gleich den Beton anmischen. Den Namen habe ich jetzt fertig ausgeschnitten und der wird jetzt in die Schüssel geklebt, in die später auch der Beton gegossen wird. Ich mache das jetzt mit doppelseitigem Klebeband und dann wird der Name hier einfach reingeklebt und da das Moosgummi so eine bestimmte Höhe hat, wird dann später im Beton ein Abdruck sein. Jetzt dürfen wir natürlich, wenn das jetzt klebt, den I-Punkt nicht noch vergessen. Der kommt nämlich da hinten hin. Und als letzten Schritt der Vorbereitung, bevor es zum Betongießen geht, reibe ich die Schüssel noch mit Öl ein und das dient dafür, dass wir später die Betonschüssel besser herausschütteln können. Und dafür benutze ich einfach einen Lappen, ihr könnt aber auch gerne einen Pinsel benutzen. Das muss auch nicht sonderlich viel sein, einfach überall ein dünner Film. Ihr kennt es wahrscheinlich vom Einfetten von so einer Backform. Und hier bei dem Moosgummi tupfe ich eher, statt zu streichen, damit ich mir das nicht wieder abreiße. Das reicht auch schon und dann kann es jetzt zum Beton anmischen gehen. Dann geht's jetzt zum Beton anmischen und wie ihr seht, habe ich mir dafür jetzt auch mal ein anderes T-Shirt angezogen und auch ein bisschen die Unterlage geschützt. Das empfehle ich euch auf jeden Fall auch. Es könnte eventuell etwas spritzen. Dann können wir jetzt den Beton anmischen. Ich schaue jetzt auch, dass ich erstmal nur die Hälfte benutze. Wenn dann später irgendwie noch was fehlen sollte, dann können wir immer noch mal nachanmischen. Ein bisschen noch. Ich denke, das sollte die Hälfte sein. Und dann ist es echt nicht weiter wild. Ihr kippt dann Wasser dazu und dann wird es angequirlt. Und dann erstmal vorsichtig rantasten, damit ihr nicht allzu viel Sauerei anstellt. So sieht jetzt die Konsistenz meiner Betonmasse aus und die fülle ich jetzt in diese vorbereitete Schüssel ein. Achtet bei der Auswahl eures Napfes unbedingt darauf, dass er nur unwesentlich kleiner ist als eure Schüssel, in die ihr später gießen wollt, weil ihr sonst Unmengen an Material braucht, was ihr dort reingießt. Den Beton gieße ich jetzt also in die Schüssel. So. Müsst ihr euch so ein bisschen rantasten, denn ihr müsst ja noch bedenken, dass ihr den Napf in die Betonmasse reindrückt.
der den Beton auch noch mal ein bisschen verdrängt und dann wandert die Masse natürlich noch mal weit nach oben. Und drückt den jetzt mal testweise rein und schau dann mal, wie hoch wir kommen. Im besten Fall kommt die Betonmasse so hoch, wie die Schüssel ist. Und das klappt doch ganz gut. Denn dann ist es mit dem Beschweren auch ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach ein langes Brett, legt das oben drauf und dann brauche ich natürlich noch was zum Beschweren, damit das Ganze hier in Position bleibt. Genau. Und so lasse ich das jetzt 24 Stunden trocknen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Der Betonnapf konnte jetzt 24 Stunden trocknen, ist oben schon wesentlich heller geworden. Deswegen bin ich guter Dinge, dass es bis unten durchgetrocknet ist. Und das kippen wir jetzt um und lösen den Napf dann von der Außenhülle. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt auch ziemlich gespannt, ob es gut geklappt hat und ob der Name sich gut abgedrückt hat. Also lösen tut sich schon mal richtig gut. Leider ist er ein bisschen gerissen. Wenn wir Glück haben, hält es trotzdem. Wenn es jetzt nur was Optisches sein sollte und es trotzdem hält, würde ich vielleicht einfach mit einem bisschen Beton, den ich ein bisschen dicker anmischen würde, nochmal mit den Fingern rüberstreichen. Aber cool. Ihr seht ja, obwohl es so doll gerissen ist, hält es eigentlich ganz gut. Und dann wollten wir natürlich noch nach dem Namen schauen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Und ich bin mega begeistert. Schaut mal, wie gut das geklappt hat. Toll. Wenn man möchte, dass dieser Innennapf später zum Rausnehmen ist, um ihn zum Beispiel zu waschen, dann solltet ihr diesen auch vor dem Reindrücken einfach von außen einölen. Dann wird er sich auch ganz easy rausnehmen lassen. Ich werde die Ränder jetzt hier noch von dem Restbeton befreien und dann nochmal rumschauen und solche Lücken nochmal schließen und wie gesagt auch diese Risse nochmal ein bisschen verblenden. Und dann ist das doch ein richtig cooler Napf geworden. Wenn ihr noch mehr Inspiration rund um Heimwerken und DIY sucht, dann schaut mal bei myhomebook.de vorbei. Und alles rund um Haustiere findet ihr bei petbook.de. Viel Spaß beim Nachmachen!